There's no ground when you fall for me. You'll be falling for mine. I'll be wished by your misery. But I love it when you smile. Let me know what you want from me. I whisper low in my ears before you try to get your hooks in me. I sit on you, my dear. My heart is a haunted house. I'm tearing you and getting out. It's the trap you've been waiting for. Ain't no windows, ain't no doors, no escape by the way you feel. Ich mach mal bis hier. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Es ist wieder soweit, euer Lieblings-Vocal-Coach ist wieder am Start. Und heute geht es um das Thema musikalische Phrasierung. Und ich zeige dir, wie viele Stile du in einem Satz, in einer Phrase benutzen kannst. Wer Lust auf Gesangsunterricht hat und sein Leben und seine Lebensqualität einfach mal richtig geil verbessern will, der sollte mal schauen auf tanjalevivocalstudio.com. Ich biete Gesangsunterricht an und wer jetzt bei mir in die Academy kommt, der bekommt zusätzlich noch unsere Mitgliedschaft. Das ist die erste deutsche Mitgliedschaft, das gibt es überhaupt nicht in Deutschland. Eine Online-Mitgliedschaft, Membership mit Tipps, Tricks, Blogartikel, Videoübungen und einer persönlichen Dozentin, einer anderen und mir. Wir machen das zu zweit, die für euch zur Verfügung stehen, rund um die Uhr. Das gibt es noch zusätzlich in meinem Coaching-Programm. Ey, wie geil ist das, oder? Ich habe mir heute mal den Titel ausgesucht, Christina Aguilera Haunted Heart von dem Addams Family Film, weil ich finde es sehr beeindruckend, was sie da alles benutzt. Und ich werde das jetzt mal so Strophe für Strophe vorsingen und euch mal so ein bisschen zeigen, was geht alles ab in einem Satz. There's no ground when you fall for me. You'll be falling for mine. I'll be wished by your misery. But I love it when you smile. Let me know what you want from me. I whisper low in my ears before you try to get your hooks in me. I sit on you, my dear. My heart is a haunted house. I'm tearing you and getting out. It's the trap you've been waiting for. Ain't no windows, ain't no doors, no escape by the way you feel. Ich mach mal bis hier. Also ihr habt schon gesehen, ich habe natürlich ein kleines bisschen übertrieben, weil ob ich das am Ende natürlich so performe oder nicht, ist ja auch wieder Geschmackssache. Und ihr kennt mich ja mittlerweile alle schon, ne? Ich bin ja eher so aus dem Rockbereich. Und im Rock ist es ein bisschen anders. Also ich habe schon meinen eigenen Style, was mir gefällt. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht was anderes mal ausprobieren kann. Jetzt zeige ich euch mal Strophe für Strophe, was ich jetzt gemacht habe. Das ist eine Komponente zwischen auf die Musik hören, was geht da im Text ab, was ist die Message des Textes, wie kann ich da das nochmal einbauen. There's no crown when you fall for me. Und da bin ich noch relativ klar, Bruststimme, da gebe ich auch Power. Die Musik läuft da jetzt auch voll. Es sind ja auch viele Instrumente jetzt dabei und das ist für mich der Indikator, dass ich jetzt ein bisschen mehr Gas geben kann. You've been falling for mine. Und da habe ich auch nochmal versucht, so einen kleinen Schlenker zu machen. For miles. I'm bewitched by your misery. Und da habe ich so ein bisschen den Kehlkopf jetzt angezogen, um das Ganze mal so ein bisschen frecher zu, gestalten. Ein bisschen mehr kinky, sagt man im Englischen, so ein bisschen, ja, ein bisschen girly vielleicht auch. I'm bewitched und ein bisschen Vocal Fry dabei, weil im Hintergrund ist ja das Lachen und es ist ja auch so, ach, ich bin schon ein bisschen verzaubert bei deinem Unglück, was da abgeht bei dir, ne? So, es ist ja auch viel Schadenfreude in diesem Song mit dabei und Schadenfreude. Und ein bisschen dieses ganze Dunkle, wie man das von der Addams Family kennt. Das muss man ein bisschen mitspielen. Also habe ich da jetzt gedacht, okay, I'm bewitched by your misery, but I love it. Und da senke ich wieder den Kehlkopf, weil ich einfach Lust habe, mich ein bisschen über diese Person lustig zu machen. Oder also ich gehe jetzt hier sehr auf den Text ein, um das zu interpretieren. You'll be fallen for my eyes. I'm bewitched by your misery. Oh, geht's dir so
so schlecht. Aber ich liebe es, wenn du lachst. But I love it when you smile. Und das ist schon wieder so höherer Kehlkopf dann. When you smile. Das kannst du auch aushauchen oder kannst du es auch klar aussingen. But I love it when you smile. Let me know what you want from me. Das ist eine Ansage für mich. Wie gesagt, das ist ja meine Interpretation. Und ich zeige euch, was jetzt alles geht. Let me know what you want from me. Sag mir, was willst du von mir? Da habe ich ein bisschen Growl noch mit reingebracht, damit ich das Ganze nochmal akzentuiere, was ich jetzt fühle. Whisper. Und witzigerweise singt sie das selber auch hoch. Whisper low. Das ist ein kleiner Sprung mit dem Kehlkopf. Whisper low. Da muss der Kehlkopf flexibel und agil sein. Deswegen finde ich den Song so hammergeil. Whisper low. So, Moment. Ooh, whisper low in my ears before you try to get your hooks on me. Dann habe ich das Hook so ein bisschen ausgesoftet. Before you try to get your hooks on me. Also wie gesagt, ich orientiere mich jetzt hier sehr am Text. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht immer so an den Tisch. So. Wie so einer Kneipe, ne? Holly, wollen Sie noch was trinken? Ich trinke ja keinen Alkohol. Obwohl es immer so klingt, ne? Ah, jetzt hast du gedacht, gerade nur das gedacht. Die Alte, die säuft sich jetzt hier rein ab, der Vocal Coach, ne? Ja, ja, weil die so eine tiefe Stimme hat. Das höre ich die ganze Zeit. Nein, tue ich nicht. Ich habe eine tiefe Stimme von Natur aus. I should want you, my dear. Und da gehe ich noch. My dear. Also ich versuche natürlich gleichzeitig auf die Töne zu sein. What is a haunted house? Und viel so ein bisschen spreche. My heart is a haunted house. Und ihr seht ja auch, wie ich mit den Lippen arbeite und mit dem Kiefer. Es ist ja nicht, ich stelle mich ja nicht so hin und singe. My heart is a haunted house. Aber um diese ganze Stimmung noch so ein bisschen akzentuieren, benutze ich jetzt auch noch so ein bisschen. My heart is a, um den Kiefer ein bisschen lockerer zu lassen, entspannt zu haben. Ich hoffe, das ist ein Denkanstoß für dich, zu sehen, was du alles rausholen kannst aus der Stimme. Ob du am Ende diese Stilistiken benutzt oder nicht. Es ist ja deine Sache, aber es ist ja gut, sie zu können. Und sie helfen auch, mit der Stimme flexibel umzugehen. Zum Beispiel Riffs und Runs bin ich nie so die Riff- und Run-Queen gewesen, weil ich aus den 90ern, Millennium-Zeit viel Musical gelernt habe. Und mit Musical ist ja alles sehr geradlinig, sehr stark, sehr viel Bell, sehr klar. Und Riff und Runs ist eher nicht so mein Ding. Aber es hat mir sehr geholfen, viel agiler mit der Stimme umzugehen, viel flexibler zu sein und besser in die Höhe zu kommen. Das heißt, es ist wichtig, sich in allen Feldern zu bewegen. Es bringt immer, immer, immer was für die Stimme, ja? So, meine Lieben, ihr wisst, was ihr machen müsst. Daumen hoch, Abonnement, teilt das Video mit euren Freunden, verbreitet die Message, dass Singen einfach mal richtig geil ist und einfach das Leben so krass verändern kann. Und ich freue mich, euch auf Instagram zu sehen, denn da gebe ich auch noch ganz viel Tipps und Tricks und nehme euch mit in meinem privaten Alltag. So, peace out, weil ich muss genau jetzt in 15 Minuten unterrichten und ich würde gerne vorher noch einen Kaffee trinken. Alles klar.